So Wo drücke ich denn am besten mal drauf? Ich glaube auf den Knopf hier. Machen so. Okay. Einen schönen Montagabend. Ich hoffe, man hört mich. Windows hat wieder ein Update gemacht. Jetzt muss ich meine Mikroquelle wieder hier neu, neu äh, einrichten. Ich weiß nicht, warum das jedes Mal verloren geht. Aber ich sehe in OBS, dass das anscheinend funktioniert. Wieder kommt. Jo, Supermarkt-Simulator. Dieses schöne Spiel, was wir letztens gezockt haben, es hat sich einiges getan, weil ich es ein bisschen Off-Cam gespielt habe in den letzten Tagen. Äh, ziemlich viel sogar. Ich glaube, ich habe inzwischen knappe 30 Stunden Game-Time. Macht ja, schon ein bisschen süchtig, das doofe Spiel. Und der Markt ist inzwischen ordentlich angewachsen. Also wer im letzten Stream dabei war, der sah ja, dass das alles noch sehr mickrig war und ich da alles selbst machen musste. Ware auffüllen und äh, kassieren. Das ist vorbei. Ich habe jetzt, hab jetzt Angestellte, die das alles für mich übernehmen. Ich muss mich nur noch ums Management kümmern. Ich muss nur noch bestellen und die Sachen ins Lager schaffen. Den Rest machen dann meine Regalauffüller und die Kassierer. So, fortfahren. Und, ja, da sind sie schon. Das ist meine. Fleißige Auffüllertruppe. Die, die gehen direkt ins Lager und nehmen sich die Kartons. Hier hat auch einen einen einfach mal so fallen lassen. Ich glaube, es geht los. Muss ich auch noch selber hier Hand anpacken. So. Erstmal hallo an den Chat. Ich hoffe, es geht euch gut. Trotz Montag. Ja, müssen wir durch. Servus an der Daniel. Hallo Death Rika. Hallo Clompe. Servus. Guck mal, hier ist doch ganz schön gewachsen inzwischen der Markt. Im Vergleich hier. Zum letzten Mal. Ich habe jetzt vier Kassentische und drei Kassiere. Das liegt aber nur daran, ich kann erst drei einstellen. Ich brauche Level 56, glaube ich, um den vierten Kassierer einzustellen. Kann aber zur Not mich noch an die vierte Kasse selber setzen, wenn es voll wird. Und wie man sieht, ich habe jede Menge neue Produkte am Start. Sogar Sushi in allen Größen. Guck mal, Sushi für 21,99. Ja, ich habe hier Preise wie am Flughafen. <laughs> Und wir haben Lachs am Start für 10,29. Butter. Butter. Wir müssen ein bisschen bestellen, bevor wir hier den Laden aufmachen. Das ist ziemlich viel leer. Die füllen zwar gerade auf, aber es ist einiges, was nachbestellt werden muss, was wir nicht mehr auf Lager haben. Das hier zum Beispiel der Apfelsaft, der Bio-Apfelsaft. Da unten diese Sprite-Kopie. Hauptsache, wir haben noch Bier. Wir haben noch hier äh, tschechisches Lagerbier und wir haben blondes Fest. Haben auch noch genug da? Brauchen wir hier was? Ein bisschen. Ja, der füllt gerade hier den Joghurt auf. Ja, guck mal hier. Ein cooler Typen. Da haben wir Parmesan. Bolognese, Lasagne. Ich weiß nicht, was das überhaupt für... Vor allem Pripyat. Würde ich... Wäre ich ein bisschen skeptisch, wenn sowas aus Pripyat kommt. Oder Pripyat heißt. Montag ist ja schon geschafft. Ja, immerhin. Ich habe auch morgen frei. Das ist das Gute. Wenn du wieder so eine Schlaftablette als Kassierer hast. Das Problem ist, die sind alle gleich langsam. Wenn du aber drei Stück einstellst, dann geht's. Dann wird's halt ein bisschen besser. Aber die können halt nicht so schnell wie ich kassieren. Leider. Warum lässt der denn alles fallen? <laughs> sind meine Leute wieder defekt hier? Und das ist mein Lager. Das, vielleicht habt ihr ja gesehen, das war hier so eine kleine Besenkammer. Guck mal, wie groß das inzwischen hier geworden ist. Ich hab das ver erweitert für viel Geld und Regale reingestellt, denn wir brauchen ja Regale, damit die überhaupt checken, dass hier was zum auffüllen ist. Wenn wir das einfach am Boden stellen, registrieren die Typen das hier nicht. So, und hier lauter neue Sachen. Also, das hatten wir letztes Mal schon, diese Nudeln, aber hier Reis ist neu. Wir haben jetzt drei verschiedene Sorten Puderzucker. Wir haben Mayonnaise, Ketchup, wir haben hier Hot 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 Sauce Spaghetti und das ist ein äh, Macaroni, Bolognese, irgendwas. Wir haben auch jetzt Reinigungsmittel am Start. Das ist alles schön. Wunderbar. Und wir haben auch Tiefkühlsachen. Wir haben jetzt Pizza. Pizza de Niro und die Krusty Pizza. Wir haben hier Krabbensticks und wir haben Waffelhörnchen. E Pommes frites natürlich, wie sich das gehört. Und Hähnchen. Da haben wir schon zwei Kiel, Kief, Tiefkühltruhen gekauft, aber die können wir noch gar nicht benutzen, weil wir noch nicht so viele TK-Sachen am Start haben. Hier ist wieder was zum Nachbestellen nötig. Was war denn das? Kalbskotelett müssen wir nachbestellen, unter anderem. Gute alte TK-Pizza. Aber die sieht doch wirklich lecker aus hier, muss ich sagen. Cheddar. Beef Cheddar sogar. Uhuhu. Also, wir bestellen Kalbskotelett nach. Wir müssen... Apfelsaft bestellen, Kalbskotelett, Apfelsaft, Toilettenpapier, wie in Wirklichkeit, das läuft ohne Ende. So, gehen wir mal hier in PC, Markt, Produkte. Ich habe inzwischen so viele Produkte, muss ich die Suche hier benutzen. Also Kalbskotelett, nehmen wir mal zwei Einheiten, A32 Stück. Wir nehmen Apfelsaft, nehmen wir mal am besten gleich vier Kartons. Toilettenpapier. Haben wir jetzt zwei verschiedene sogar. Das Premium-Zeug, nehmen wir aber gleich zwei mit. Und das, wir gehen erstmal Warenkorb kaufen. Wir haben inzwischen, ja, wir haben 10.000 aus dem letzten Tag übernommen. Und normales Toilettenpapier holen wir mal sechs Stück. Das geht nämlich immer sehr schnell leer. Und ich habe inzwischen keinen Kredit hier. Ich bin schuldenfrei. Das kommt noch er, erheiternd hinzu. So, was haben wir hier noch? Ist hier noch was leer? Wir, ja, genau. Das ist äh, Geschirrspülmittel. Können wir mal nachkaufen? Hier sind noch jede Menge freie Regalplätze. Aber wie gesagt, ich kann noch. Ich habe noch nicht das nötige Level für die nächsten Lizenzen. So, da ist schon mal eine Lieferung am Start. Wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch Kartoffeln. Kartoffeln brauchen wir. Wir brauchen. Was ist das? Bleichmittel. Kartoffeln, Bleichmittel. Da war noch Parmesan. Kartoffel, Bleichmittel und Parmesan. Was eine geile Mischung, ne? Kartoffelsack. Die sind zum Glück nicht so teuer. Hier haben wir gleich sechs Stück. Verkaufen. kaufen. Bleichmittel. Haben wir mal vier. Und von dem eigentlich auch, von diesen Kanistern. Die laufen auch ganz gut. Ja, damit. So. Also die, die Kassierer, wie gesagt, die sind nach wie vor sehr langsam. Aber die hier, die vier, egal auch Fünder, die sind schon relativ fix. Also, da bin ich auch froh, dass die da sind. Da habe ich auch das Maximal jetzt. Also, mehr als vier kann ich nicht einstellen. Im Moment noch nicht. Vielleicht gibt es irgendwann ein Update. Da soll ja noch so viel Zeug kommen. Selbstbedienungskassen sollen kommen. So, da unten ist noch was leer. Das war... Was war denn das da unten nochmal gleich? Hm. Aber hier ist dieser Käse ist leer. Den müssen wir nochmal nachkaufen. Wir haben hier lauter Soda. Neue Limos. Käse und das war irgendwie dieses komische... Ah, wie hieß dann das? Wie hieß dann das noch gleich? Erstmal Käse. Das war der Mimolette-Käse. Vier Stück. Mh. Hm. Galette, Schinken und Käse. Ich weiß nicht mehr, was das genau war. Das stand irgendwie relativ weit oben. Äh, kann man leider nämlich nicht anklicken und sehen, wie das heißt. Nur wenn noch was im Regal ist. Das war, das war, das war Makaroni, Macaroni. Macaroni Mu ah, Musaka war das, glaube ich. Musaka läuft aber auch wie verrückt. So. Wir müssen viel kaufen heute, Sushi, wir kaufen auch Sushi, Sushi sind die Leute ganz verrückt danach, habe ich festgestellt, ein teurer Spaß hier, so, Bäm, da sind wir noch bei 7000, ich würde sagen, noch was, noch was, noch was, noch was, das sieht gut aus, ich glaube das reicht erstmal. Und wie gesagt, wir haben auch Wodka jetzt hier im Start. Original. Wadi. Wow, Nur 1249. Also gutes Zeug. So. Brot. Wir haben Brot. Wir haben hier so Haribo nachgemachtes Zeug. Wir haben jetzt drei verschiedene Cereals am Start. Die hatten wir schon beim letzten Mal. Die sind ja im Grundsortiment ganz am Anfang. Wir haben Chips und Tortilla-Chips. Bier vom Fass haben wir auch am Start. Olivenöl hatten wir. Ich weiß nicht, ob wir das beim letzten Stream schon gehabt haben. Auch inzwischen aufgenommen. Pfeffermühlen. Ah, sehr nettes Zeug. So. Und die Lieferung ist doch relativ groß. Ich mach den Laden direkt auf, damit die Kunden schon mal reinkommen. Wie gesagt, ich muss nichts mehr hier in die Regale. Ich mache es nur noch ins Lager. Und der läuft jetzt da. Da läuft der erste jetzt gleich los, schnappt sich den Karton und füllt das dann ins entsprechende Regal auf. Also die sind relativ gut hier KI-mäßig. Also glaubt man gar nicht für so ein schrabbeliges Indie-Horror-Game. Äh, ja, Horror ist es manchmal auch. Indie-Game. Aber die sind schon relativ blau, diese KIs. Also relativ. Das passt schon. Räumen wir erstmal den ganzen Quatsch hier ein, damit die mal ein bisschen Arbeit hier haben hier. Die ganzen Dussels. Schön, dass die auch hier vorm Laden stehen, wenn die nichts zu tun haben. Die dürfen. Die haben nicht mal einen Pausenraum. Die müssen hier. Wie so ein Hund so angeleint. Wir müssen draußen warten. Die dürfen nicht mal im Markt bleiben, wenn sie nichts zu tun haben. Hallo, Lady. Schönes Kleid. Oh, da ist das Sushi. Ist eigentlich egal, wo wir das reinmachen. Die nehmen sich das dann schon, wenn sie es brauchen. Oh. Ich habe Sushi hingestellt, genau. Sushi zu Sushi. Also man kann, muss immer zwei Sachen zusammenstellen. Sonst Ärger akzeptiert er das nicht. So, das Klopapier nimmt natürlich Platz weg ohne Ende. Echt? Und größer kann ich das Lager auch nicht machen. Also das ist schon die höchste Stufe. Vielleicht wird es mit einem nächsten Update mal möglich sein, das zu vergrößern. Aber im Moment, wenn ich hier auf PC gehe und Markt. Wo war denn das? Ne, bei Verwaltung, Lager steht hier schon alle Erweiterungen gekauft. Also da geht nichts mehr. Mehr Regale passen jetzt klauen genau nicht mehr rein. Ja, eins würde vielleicht noch hier so quer reinpassen. Aber es ist ja schon. Die nehmen sich ja die Kartons so schnell raus, dass eigentlich direkt wieder ein Platz frei wird. Das ist ja nicht das Problem. So. Dahin. Und so, die ersten Kunden. Hier geht schon gut was ab im Laden. Da ich jetzt so viele Produkte habe, ist auch viel mehr los. Also sind inzwischen hier wie, ja, Aldi zu Rush Hour mittlerweile, so ein bisschen. Und wir haben alle eine Menge zu tun. Meistens meckern die Kunden, wenn irgendwas nicht da ist. Und naja, meistens ist da irgendein Artikel, mindestens ein Artikel, ist leer. Immer. Kurz bevor dem Feierabend. Wir können ja nur bis 9 Uhr abends bestellen. Läuft ja so eine Uhr mit da oben. Oh. Aber es ist ganz witzig. Also das Spiel macht schon ein bisschen süchtig, obwohl es eigentlich total dämlich ist, aber irgendwie macht es Spaß. Es gibt ja da so schöne Mods hier. Ich habe mir überlegt, da demnächst mal so Mods reinzuladen. Gibt es eine zum Beispiel, wo wir unseren Laden auch umbenennen können, dass da oben nicht mehr nur Supermarket steht. Dann ist eine Möglichkeit, dass wir hier so echte Produkte reinmachen. Ich hoffe ja mal, dass das offiziell noch unterstützt wird irgendwann, dass wir so eigene Bilder da hochladen können, also ins Spiel laden können. Und ja. Wir dann entweder echte Chips-Packungen da reinnehmen, beispielsweise. Oder vielleicht so selbst was kreieren im Photoshop. So die Duddle-Chips oder so. <laughs> Duddle-Soda. Das fände ich cool. Das wäre dann. Dann würde ich das Spiel noch mehr feiern als eh schon. Wenn das noch kommt. Steht jetzt nicht bei den kommenden Features leider dabei, aber naja, gut. Vielleicht kommt da noch was. Endlich extrem cool. Wenn da noch was in der Richtung ginge. Oh, so. Ich habe leider noch keinen, der mir Sachen ins Lager trägt. Das muss ich immer noch selber machen. So, einer sagt schon irgendwas. Ich konnte Apfelsaft nicht finden. Ich habe doch Apfelsaft gekauft. Ich hab doch bestellt Apfelsaft. Ich habe es noch nicht ins Lager gebracht. Deswegen konnten die das noch nicht Ne, ist schon aufgefüllt. Okay. Dann war der so früh an der Kasse, bevor das aufgefüllt war. Okay. Dann waren unsere Kollegen ein bisschen zu langsam beim Auffüllen, obwohl ich schon vier, vier angestellt hier angestellt habe hier. Hier ein Einräumer. Oh, ist noch Platz hier. Jo. Es Bude. Cheddar. Sieht aus wie Cheddar. Ich weiß nicht, ob es Cheddar sein soll. Farblich würde ich sagen, ist es. So, da ist noch so einer. Den können wir dazustellen. zustellen. So, diese Knochen hier, diese Bottlet dinger Ist da Platz für? Yep. Yeah. Wunderbar. Noch eins. <laughs> Wo habe ich das jetzt hingestellt? Dass wir das dazustellen können. Ach, hat er sich direkt genommen. Gut. Die sind aber auch schnell hier. Ja, im Moment ist es so, dass ich erstmal nichts machen kann, was ich, wie gesagt, Lizenzen, wenn ich hier auf Lizenzen gehe, also neue Produkte. Dauert noch hier. Lizenzen. Hier steht es, benötigtes Supermarkt Level 56. Ich spiele jetzt bei 48. Das heißt, ich könnte jetzt theoretisch schon wieder Geld drauf sparen, um den Markt an sich zu vergrößern. Das wäre dann Abschnitt 9 inzwischen, also 4 mal 4 Meter hinzufügen. Kostet allerdings 165.000 Dollar. Müsste ich noch ein bisschen was verkaufen hier, bis es soweit ist. Das wird jetzt natürlich alles immer teurer, aber wir verdienen ja auch ständig mehr Geld. Der Laden brummt ja so inzwischen. Ich habe sogar noch einen Kassentisch. Ich habe, einen, ich habe eine Kasse zu viel gekauft. Aber bei der nächsten Vergrößerung stellen wir halt noch eine fünfte Kasse hin. Da haben wir halt vier Kassierer und ich helfe dann notfalls an der fünften Kasse aus, wenn die nicht nachkommen. Was durchaus passieren kann. Oh, der Wurstwasser. Wurstwasser kommt hier einfach in den Supermarkt rein. Bitte, bitte was kaufen. Nicht nur, nicht nur hier stehen. Mindestverzehr 20 Dollar. Das wird schon wieder dunkel. Der Tag ist fast gelaufen. So. Gut. Wow, oh, hier, wie fleißig die sind. Da sagt schon einer, ich konnte Kartoffelpüree nicht finden. Ja, das war hier unten. Kartoffelpüree ist direkt leer. Das heißt, ich kann jetzt aber auch nichts mehr bestellen. Das ist nämlich 9 Uhr. Ich kann nur bis 9 Uhr bestellen. Aber gut, es ist ein Supermarkt, auch wenn du nur, nur ein kaufen gehst abends, ist halt oft viele Sachen nicht mehr da. Das ist auch realistisch. So, Bier wird knapp, der Wodka ging heute irgendwie gar nicht, ist der zu teuer? Oh ja, 11,2, den muss ich billiger machen. Aber einer hat haben gekauft. Ich mache den mal auf 11 59, 11,59, 11, ein bisschen billiger. Und schon ja, schon wird runter. Oh, <laughs> Drei Flaschen direkt hier der der Manager hier, der gönnt sich heute noch. So, und Frau Arsch, die war ja auch wieder am Start. Was kauft sie? Pizza und Sprite, ich sehe schon. So, Kassierer sind fleißig unterwegs. Ich konnte Süßigkeiten nicht finden. Sind die auch leer? Der ich noch komplett voll. Das und tatsächlich, die sind leer. Die, die Dings hier, Crispy Chibi, sind fast leer. Oh Gott. Der Kaffee ist schon wieder fast leer. Das Bier ist fast leer. Eieiei, was kauft ihr denn so viel? Leute, Leute. Feiertag ist doch erst am Donnerstag. Hm. So wie jeden, fast jeden Tag komme ich in den Markt hinein. So wie sich das gehört. Wir haben noch keine Kaugummis. Vielleicht kommt das noch. Ich muss mal im PC gucken, ob das eine zukünftige Lizenz ist. ist noch Kaugummis. Komm, hi. <laughs> sieht gruselig aus. So, was ist jetzt hier? Oh, der Käse wird ja auch knapp. Das ist noch ganz gut. Die Eier sind noch voll. Mozzarella. Ist So teuer? Hm, passt eigentlich. Süßigkeiten muss ich bestellen. Süßigkeiten, den Käse. Dann gehen die Hamsterkäufe wieder los. Ja, ja. Oh, hier die, die, die Partyfässer. Die ganzen Anzugtypen mir. Was kostet das? Guck mal hier, die geben jetzt durchschnittlich weit über 100 Dollar inzwischen aus. Weiß noch, im letzten Stream habe ich noch hier gejubelt. Wow, 30 Dollar. Wie viele, ey? Mittlerweile schaut schon welche. Die haben an die 200 ausgegeben. Wir machen jetzt hier richtig Geld. Pfeffer? Pfeffer auch leer? Tatsächlich. Ohne wird knapp. So, 9 Uhr. Jetzt muss ich noch warten, bis die letzten Kunden draußen sind. Sonst kriege ich dieses Geld nicht. Erstmal bezahlen. Wenn ihr Pepsi im Sortiment habt, wir haben. Wir haben Turk, türkische Cola hier. Turco-Cola, Original Taste. Wir haben Ropico am Start. Wir haben Zistu. Da unten ist. Das sieht aus wie Afrika ein bisschen und Pulp. Und da unten ist noch irgendwie, das sieht aus wie so eine billige, wie diese Topstar-Cola, die der Aldi früher hatte. Als Kind habe ich die ja gefeiert, Topstar-Cola. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Aldi verkauft ja inzwischen auch Original-Cola. So, da unten ist die Sprite. Die musste ich nachbestellen. Oh, das tschechische Bier wird knapp. Obwohl das hier 5,39 die Flasche. Auch schön teuer ist. Wasser ist überhaupt nicht gekauft worden. Krass. Warum kaufen die Leute kein Wasser mehr? So, Parmesan muss ich auch bestellen. Wie sieht es in der TK aus? Oh, die Eishörnchen werden knapp. Eis. Eisbier Sprite. Eisbier Sprite Käse. So, die Kunden sind weg. Dann kann ich auf Enter drücken. 17 Produkte wurden nicht gefunden. 6 fanden es zu teuer. Aber insgesamt haben wir einen guten Profit gemacht. Knapp 2000. Jo. Immer bei 12.000. Das passt. So, jetzt muss ich wieder gucken. Eier und Wasserflaschen sind teurer und Chips billiger. Muss ich die Preise entsprechend ändern? Ist das diese Eier? Nee. Welche Eier waren das? Achter? Ich glaube, es war das Achterpack hier unten. 560, ja. Dann gehen wir mal von 590 auf 5. 519 auf 599 hoch. Wasserflaschen? Habe ich das richtig gesehen? Die Wasserflaschen kosten 2,84. Dann gehen wir mal auf 3, Euro und 19. Ja, Gönnung. Das ist ja das Edle aus den Rocky Mountains. So, und die Chips, Chips sind im Preis gefallen, leider. 5,85. Gehen wir mal auf 6,29 runter. Wie sieht es mit denen aus? Ja, die können wir lassen. Kommst du mal rein in den Markt hier, ja? Lieferst du uns mal was? Ist, ist noch jede Menge Platz frei in den Regalen, ne? So, was haben wir denn da? Was haben wir gesagt? Diese Bier, Sprite. Diese Bier, Sprite und Eis erstmal. Diese Bier, Sprite und Eis. Die, diese. ihr Stück. Äh, hier. Äh, Fässer können wir auch bestellen. Haben wir auch nicht mehr so viele. Wir haben mal drei Kartons. Und das hier. Ich nach wie vor blöd, dass wir nicht mehr als zehn Sachen in den Warenkorb legen können. Was auch immer das soll. Äh, Sprite, wie hieß denn das? Soda. Das grüne Soda. Aber drei Kartons. Haufen? Sehr schön. Ein Lager für, äh, leert sich hier allmählich. So, Öl können wir kaufen, Honig können wir kaufen. Öl, Honig, Pfeffer. Was sind das da unten eigentlich gewesen? Was waren das da unten nochmal? Wäre ja, schön, wenn das nochmal angezeigt werden würde. Aber wenn ich jetzt draufklicke, nimmt er ja dieses Schild weg. Hm. Bringt mir da auch nichts. Öl, Honig. Okay. Öl, Honig, Pfeffer. <laughs> Dreimal Öl. Honig. Honig ist leider sehr teuer. Einmal Honig. Und Pfeffer ist noch teurer. Dreimal Pfeffer. Gut. Schweinsöhrchen. Magst du die? Ich mag die ja gar nicht. Eine öhrchen Mochte ich als Kind schon nicht. Schweineöhrchen. Und der Name so schön ist. Spaghetti, Spaghetti, ist zwar noch ein bisschen was da, aber kann man mal nachbestellen. Nach Spaghetti Nudeln, drei drei Stück. Okay. Eine Pfui Spinne, was, was, was? Ohne Pfui Spinne. Ohne Pfui Spinne. So, Bierfässer haben wir gekauft. Äh. Ah, das Müsli hier brauchen wir und den Kaffee. Müsli und Kaffee und Olivenöl können wir auch mal bestellen. Müsli, Kaffee und Olivenöl. M Müsli, das war das hier. Drei. Äh, von den anderen holen wir am besten auch gleich jemals eins. Sicher ist sicher. Ähm, Kaffee. Das war der hier mit der hellen Rüstung. Ihr Stück, der läuft echt sehr gut. Äh. Olivenöl. Auch so ein Bestseller hier bei uns. Das wir ständig nachbestellen. So, wie sieht es inzwischen da draußen aus? Hm, geht noch. Da ist noch Platz im Lager. Honig haben wir bestellt. Pfeffer haben wir auch bestellt. Was war aber das da unten? Bin ich mir sicher. Na ja gut, wenn der erste Kunde sagt, das und das fehlt, dann weiß ich, wie es heißt. Der Artikel. Ach, die Süßigkeiten hier, genau. Die Süßigkeiten auch leer. Der Kaff, der normale Kaffee. Können wir auch bestellen. Da ist noch was. Hähnchen sind noch da. Ich kann das ja erstmal einräumen, damit hier meine Kollegen was zu tun haben. Damit die so un unnötig hier rumstehen. Und schon fangen sie an. Sehr schön. Ich mag die nicht. Puh, ich bin... Ach, Schweinsöhrchen. Die mag ich auch nicht. Nee, puh lieber so Blätterteiggebäck. Das ist lecker. Oder so. Donuts. <laughs> Donuts! Oder wie der Deutsche sagt, Hefekringel. Oh. Honig. Aussie Honey steht da sogar drauf. Sich zum ersten Mal. Honig aus Australien. Australien so bekannt für den guten Honig. Weiß. Nice. Kaffee. Koffee. Machen wir da rein. Mhm. Mhm. Ja, passt schon. Crispy Chibi. Das hat schon einiges getan hier im Markt, wenn man mal sieht. Vergleicht mit dem ersten Stream. Ich war sehr fleißig in der letzten Woche. Jeden Abend hier dran gesessen und hier rumgesupermarktet. <laughs> Macht schon ein bisschen Spaß. Attierte Schweineohren. Ach so, echte. Wuh, nee, jetzt wird Das ist eklig. Das ist bäh. Das ist pfui. Das will ich nicht. Nee. nee, nee. Findet man aber hier in hiesigen Supermärkten eher selten, oder? Höchstens sind das Spezialitätenabteilung. So, Käse. Warum ist noch Platz? Platz haben wir genug im Lager. Das soll jetzt nicht das Problem sein. Die Leute kaufen uns ja hier komplett die Bude leer. Theoretisch. Ich warte mal, bis das alles verräumt ist. Und dann kann ich gucken, ob noch was fehlt. Nicht, dass die Kunden wieder meckern, das und das und das ist nicht da. Mm, da. So, das jute Sonnenblumenöl. Können mm, wir da oben reinballern? Nee. Schilder hängen immer irgendwie verwirrend. Ich denke immer, dass, es, dass das Schild für da oben ist, aber da. Nee. Das passende Schild hängt über dem Artikel und nicht drunter, wie es normalerweise, glaube ich, sein sollte. Sehr verwirrend. Jankowski, einen schönen Abend. Servus und willkommen. Würdest du mal wieder ein Mega Man-Game zocken oder hast du die Schnauze voll? Ich wollte eigentlich noch die Collection von Steam spielen, also die Classic Collection, weil da fehlen noch einige Errungenschaften. Ich habe immer noch die Liste irgendwo. Ich weiß nicht, wo ich die liegen habe. Irgendwo habe ich die hingelegt. Mit der idealen äh, Boss-Reihenfolge. Also da dürfte ich eigentlich relativ. Passabel durchkommen, <laughs> sagte er. Es will ich auf jeden Fall noch spielen. Aber es sind sehr viele Spiele auf meiner Liste, die ich spielen will. So Steam-mäßig habe ich wirklich eine volle Liste. Viele Spiele jetzt geschenkt bekommen in letzter Zeit. Die will man ja natürlich auch mal spielen. Äh, so. Bis dahin. Was haben wir denn eigentlich? 9844. Das ist natürlich noch deutlich zu wenig für die nächste Vergrößerung. Da müssen wir noch ein paar Schichten schieben. Aber ein Fangame in Mega Man 3-Stil. wäre eher was für den Coin. Das wäre eher was für den Coin, der macht die ganz gern. Ich bin ja überhaupt kein Mega-Man-Experte, also den zweiten Teil kann ich die ja nicht besonders gut spielen. In der Collection auf Steam kann man wenigstens hier saven. Für die Noobs wie mich ist das ganz gut. Das einzige Mega-Man-Spiel, was ich echt gut kann, ist der zweite Teil. Und so richtig gut dann auch nur den auf dem Game Boy. Ja. Mein Gott, ich bräuchte echt nur hier eine Einräumhilfe fürs Lager. Sehr ganz gut, cool. da könnten diese Typen eigentlich mir auch helfen. Die gucken mir da nur zu. Die machen gar nichts. Aber das, was ich bestellt habe, haben sie jetzt alles eingeräumt. Ja, da läuft noch einer rum. So, und Spaghetti. Spaghetti, machen wir da hin. wir nochmal an, wie es aussieht. Ich nicht, was das für ein Artikel war hier unten. Was war das für ein Artikel hier? Hm. War das nicht. Ah, Moment. Ah nee, das war. War das nicht auch irgendein Puderzucker? Ich Man, ich hätte drei verschiedene Sorten Puderzucker inzwischen am Start. Puderzucker. Da diese Dosen, aber da habe ich genug von. Ah ja, wenn der erste Kunde meckert, dann weiß ich, wie das Zeug heißt. Dann kann ich es ja direkt bestellen. So machen wir das professionell. So, das sieht doch schon gut aus. Alles voll. Das sieht man selten. Nice. Parmesan ist noch ein bisschen wenig. So, ja, aber auch Hackfleisch jetzt hier am Start für 8,99. Das sind schon fast Biopreise hier. So, irgendwie leckeres leckeres Emmentalerzeug. Italienischer Schinken. Das ist echt. Kulinarisch bin ich jetzt voll dabei. So, Parmesan müsste ich noch bestellen. Oh, und Geschirrspülmittel und Reiniger, auch vergessen. Wir haben ja noch Kohle. Parmesan! Na, gleich, gleich vier Stück, der läuft gut. Mhm. Geschirrspültabs, ja, warum nicht, die laufen auch gut. Und Geschirrspülmittel, drei. Tabs hole ich auch mal, die laufen auch ganz gut. Und dann war noch... Ich es schon wieder vergessen. Was war da noch? Ein Dussel. Reinige. Reinige. Und zwar der Schwarze hier. Wie sieht es mit dem Waschmittel aus? Haben wir da noch genug? Ich glaube, da habe ich beim letzten Mal... noch bestellt. Ja. So, stoppt den Laden, machen wir direkt auf, Licht an. Mit die Gierlappen hier kommen und mir wieder alles wegkaufen, <laughs> viel Geld da lassen. So. Mega Man ist schon eine Klasse für sich. Das erste hat mich zur Verzweiflung. Das erste ist auch voll unfair. Das erste mag ich überhaupt nicht. Das erste ist knallhart. Blut und Wasser geschwitzt beim ersten Mega Man. Das ist wie zwei oder drei nur mit mehr Extras. Ach der der das Fangame. Game. Bitte der Koini hat das bestimmt schon gespielt. Seidebacher Müsli, Muesch, weißt du, das ist das Müsli von dem Seidebacher. Müsli habe ich gerade bestellt, ja. Müsli. Müsli wurde gerade aufgefüllt. Frisch. <laughs> Servus Bombe. Einen schönen Montagabend. Servus. Oh, Marktlevel 48. Geht noch was. Nicht so. 56 brauchen wir für die nächsten Lizenzen. Auch mehr Produkte, damit ich mehr Geld bekomme. Da oben passt noch was rein. Mega Man Rock'n'Roll heißt das so? Der Name ist gut. Hat das auch Rock'n'Roll Musik drin? Muss man ja dann erwarten dürfen. Ich bin eigentlich noch Energy Drinks hier in meinem Markt. <laughs> Energy Drinks und Zigaretten, aber stopp, Zigaretten gibt es gar nicht in dem Spiel. Das war dann eine politische Entscheidung. Wer da sogar Wodka hier drin haben. Okay. Parmesan. Noch Platz? Ich weiß gar nicht, wo ich den anderen Parmesan jetzt hingeschmissen habe. Aber solange noch irgendwo Platz ist. Was das schon? Hier los. Stau? Die stauen sich schon. Ey, weil sie alle hier zu meinem Markt wollen. Ich bin der neue heiße Scheiß in Town. Da rein. Hop, 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 Gut, guck mal her, die Bude die Bude rockt hier. So, wie sieht's aus? Alles da? Ja. Ich die Fächer sind noch leer hier. Da hängt auch kein Schild dran. Da ist noch. Was, was, was? Mozzarella ist zu teuer, hat sie gesagt. Das ist gerade mal 30 über Marktpreis. hol hey, nicht rum, das bleibt. So, was was hat gerade irgendeiner wieder was ge gesagt okay ich muss dings nachbestellen schinkengebäck schinkengebäck klingt auch sehr lecker das haben wir bei rewe auch schinkengebäck mit schinken und käse gefüllt Ey, das ist leider sehr geil Jo, dann schinkengebäck kann natürlich das auch noch selbst einräumen, wenn ich Lust habe. Das muss ich nicht unbedingt meine Leute machen lassen. So, wo war das hier? Und den Rest einfach ins Lager. Und das füllen die dann auf, wenn es leer wird. Automatisch. Ähm. Erdnussbutter. Oh, reicht noch. Reicht noch. Was ist hier? Ah, der komische WC B. Haben wir den nicht erst bestellt? Ist der schon wieder leer? hoffe die Leute so wie Klo. Klo-Reiniger. Äh, WC. Bleischmittel? WC BÜF? WC B. Oh. Warum kommt der aus Portugal? So eine portugiesische Flagge drauf, <laughs> so. all right, und steigt unser Konto wieder an. Und wir sind auf Level 49. Es läppert sich yes. Lass mal noch mal gucken. Der Markt sieht aus wie ein Restpostenshop. Was? Guck mal, der sieht gut aus. Ein gemütlicher, mittelgroßer Markt hier. Mit edlem Boden hier. Sehr rustikal gehalten. Guck mal. Mit den modernsten Kassen. Butter ist zu teuer für mich. Nur, ja, weil du so arm bist hier. Hör auf. 2,67. Nix, der Preis bleibt. Wenn du es nicht leisten kannst, dann geh zu Aldi. Wasserflaschen sind zu teuer. 3,24. Was das dein Ernst? Gut, gehen wir mal auf 3,9 runter. So. Oh, hier wird was knapp. Das ist Jakobsmuschelgrateng. So, auch noch bestellen. Jakobsmuschelgrateng. ein Stück. So, wir sind irgendwie über 10.000 Dollar wieder. Wahnsinn. Ein Business inzwischen. So. Wunderbar. Hm? 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 hm. Was? Irgendwer gerade was gesagt. Ich konnte es aber nicht lesen. Irgendwer was leer hier. Ist hier wieder was leer? Ah, brauner Zucker ist leer. Brauner Zucker. Die Kassen sind voll. Ja, wenn die Leute so langsam hier sind, hier, mein Personal ist halt ein bisschen. Brauner Zucker. Uh, ich habe noch 10 Minuten Zeit. Äh, schnell, brauner Zucker. Der hier. Schnell, Warenkorb. Wach! Das dauert alles zu lang. Ja, toll. Zu spät. Geschlossen. Scheiße. Das ist so dumm. Kaffee mit mittlere Rüstung ist nicht mehr da. Was ist denn das? Wo ist denn der normalerweise? Kaffee mit der mittleren Rüstung. Ah, der ist hier unten. Okay. War nicht mehr da. Ha. Unten kritisieren deine Butter. Das ist der Anfang vom Ende, ja, wirklich. So. Gucken wir mal, ob der das hier richtig macht. So. Schön kassieren. Jawohl. Kann auch in dem seinen Kopf gehen. Guck mal. Ich kann den seine Zunge betrachten. Hui! Ah, schön. Wupp. 107. Das wird teuer, Frau. Pripiat, Galett, Schinken und Käse. Schon wieder alles leer bei mir. So, oh, dieser Kuchen ist bestimmt ganz lecker hier. Bon Papa. Was ist. Ach, Kartoffelpüree. Ah, Kartoffelpüree war das, was ich nicht ge äh, gecheckt habe, was das sein soll. Theoretisch könnte ich mich ja nochmal selbst an die Kasse setzen. Gucken, ob jemand zu mir kommt. Bestellen kann ich ja jetzt eh nichts mehr nach 9 Uhr. Mal sehen, ob jemand jetzt noch so schlau ist. Ne, die stehen lieber. Wie unrealistisch. Normal heißt es hier, äh, vierte Kasse hat geöffnet. Dann sind die aber innerhalb von. Vor allem die Rentner, innerhalb von 0,2 Sekunden stehen die bei mir. So, einer ist bei mir, immerhin. Dann mal selber ein bisschen kassieren hier. So, 112, 33. 7, 67 zurück. 5, 6, 7, 50. 70 für sie. Oh, das war zu viel. So. Die die Sachen zwar schnell über den Scanner, aber braucht länger zum Wechselgeld rausgeben als meine anderen Leute hier. Da kommt noch jemand zu mir oder nicht? Will niemand mehr in meine Kasse? Sieht nicht so aus, Dann kann ich auch wieder zumachen. So. Pizza. Okay. 13.000, so viel hatten wir noch gar nicht bisher. Das sind wir ja nicht mehr weit weg von der 165.000, glaube ich, war es für die nächste Vergrößerung. Das heißt, dann wird hier, werden hier wieder 4 Meter frei. Denke ich mal. Es wird jetzt hier nach hinten frei gemacht. Und dann, glaube ich, hier noch eine Ebene. Das kann man ja draußen sehen. Es geht so weit, wie diese, wie diese Mauer hier geht. So groß kann der Supermarkt werden und dann nach hinten raus. Dann geht schon noch einiges. Meine Kartoffeln sind auch schon wieder leer. Die sind echt, echt gefragt. Mein Potatoes Raclette. 2,5 Kilo. Oh Gott, was ist das hier? Mein Eis? Habe ich nicht Eis gekauft oder habe ich das vergessen? Eis und Hähnchen. Oho. Eis und Hähnchen brauche ich. Eis. Eis, Hähnchen. Süßigkeiten brauner Zucker. Jede Menge. Alles leer. Den Tag erstmal abschließen. Oh, 22 Produkte nicht gefunden. 17 fanden es zu teuer. Mmh. Hat trotzdem gut Profit gemacht. Immerhin. So, wow, alles geht im Preis hoch. Nudeln, Mehl und Sandwichbrot. Nudeln, Mehl und Sandwich. Welches Mehl war denn das? Was ist das Mehl? Und dann muss ich ein bisschen runter gehen. 5,89. Das andere ist irgendwie teurer geworden. Ja, 4,76. Gehen wir mal auf 5. Ups. 5,9. Was ist mit dem da unten? Packung Mehl für 10 Dollar. 9,49. Ja, machen wir mal 9,99. Oder 9,95. Machen wir mal nicht so... Äh, uh, Brot war noch. 4,88. Ich glaube, das war das andere. Was da? 2,19, ja. Dann können wir auf 239 gehen. Okay. So, was war das jetzt? Süßigkeiten. Schokolade kann ich auch kaufen. Süßigkeiten, Schokolade, Kuchen, Zucker. Süßigkeiten. Schoki. Schoki, Schoki. Schokoladenriegel. Und Schokoladeneis. Auf jeden Fall auch. Blöde Warenkorb. Ey. Ich krieg hier die. Ich krieg hier der Brass. So. Was war das noch? Kaffee, glaube ich, auf jeden Fall auch. Kaffee. Ähm. Brauner oh, Zucker. Brauner oh, Zucker und zwar der hier. Ja. Und dann können wir auch direkt bestellen. So. Ähm, und das war nämlich. Habe ich schon wieder vergessen, ey, ich bin so dumm. Ähm. Dings! Na! Komm! Sag mal Mensch, blöd! Was war das für ein Produkt? Ach, Kartoffelpüree, meine Fresse! Kann ich mir nicht merken, weil ich kaufe kein fertiges Kartoffelpüree. Was kann man ja auch wohl selber machen? Das ist jetzt keine große Kunst. So, wir lagern natürlich auch die Eishörnchen hier im ungekühlten Lager, wie sich das gehört. So, Maxi Cone. Da, Puree, Puree. Zucker, Zucker-Ei? Ist das? Pilze. Pilze haben wir noch nicht. Soll als nächstes Feature kommen, stand schon drin, dass wir bald Gemüse und Obst drin haben im Spiel, was wir dann auch selbst, äh, was die Kunden dann selbst abwiegen müssen. Spannend, wie sie das machen. Ja. Oma stampft nicht mehr. Ja, die Werbung kenne ich. Wer Bock hat äh, auf alte Werbung von früher, der kann ja gerne mal auf meinen TikTok-Channel gehen. Da gibt's jede Menge von dem Zeug. Äh. Und der Oma stampft nicht mehr. Spot war bisher noch nicht dabei. Püree. Püree. Schokolade. Ich will nicht zu so viel bestellen. Müssen wir mein Lager ein bisschen besser organisieren, aber boah, wozu? Das ist groß genug. Das Spiel läuft ein bisschen laggy, wenn sehr viele Kunden im Laden sind, habe ich gemerkt. Jetzt läuft es wieder deutlich flüssiger, aber wenn der Laden hier voll mit Leuten ist, ist das manchmal relativ hakelig gewesen. Das erinnert mich sehr an diesen Weihnachts Shopping-Simulator damals, ja, der lief, der war witzig, aber der lief so instabil, weil einfach viel zu viel, viel zu viel los war. Weiß die Kunden raus, Sie könnten, ich könnte einen Online-Lieferservice aufmachen, genau. Damit man die gar nicht mehr sieht. Susu, Susu, braun Sugar. braun Sugar. Hm. Noch mehr Püree, wie viel Kartoffelbrei habe ich jetzt gekauft hier? für die nächsten zwei Wochen. Schokolade hatte ich glaube ich hier hingestellt. Nee, Ne? Da, ja. da. Noch mehr Susu Brown Sugar. So und noch mal Bonbec Bubble Boots. Bubble Boots. So, alright, das ist voll. Oh, die scharfe Hotsoße fehlt. Die noch kaufen. Weiße Soße. Oh, Mehl, Kaffee. Mehl, Kaffee. Mehl, Kaffee, Hähnchen. Okay, Mehl, Kaffee, Hähnchen. Was war das hier? Ach, dieses Pripyat. Mehl, Kaffee, Hähnchen, Pripyat. Mehl, war das billige? Kaffee war... Der hier. Helle Rüstung. Und der normale. Auch drei. Volle Fülle. Ähm, Pripyat. Pripyat. -Käse aus Pripyat. Naja. Läuft anscheinend gut. Ist auch sehr teuer. So. Dann nehme ich... Hm. Vier. Warum nicht? Ich fülle das gleich selbst auf. Geht's schneller? Kann ich nämlich die bruder auch gleich wieder aufmachen? Wir müssen Geld verdienen. Und open! Auch Licht anmachen. Ich weiß gar nicht, ob die meckern, wenn das Licht aus ist. Hab ich ich habe bisher aus Tradition immer das Licht angemacht, wie sich das gehört. Ordentlichen Markt. Muss das Licht angemacht werden? So. Okay. Der kleine Lukas möchte aus der Tiefkühltruhe geholt werden. Der kleine Lukas, bitte. Das wird aber heute nicht mehr Lukas heißen. Heute ist das der. Der Schastin. Der Schastin. Der Schastin. Was hast du wieder gemacht? Hast du wieder so nah an der Eis gespielt? Ach, Justin, ich hab dir doch gesagt. Hör auf damit. Hör auf damit, ständig an der Eis. Der Tiefgeldruhe ist kein Spielzeug. Ich stimm dich nicht mehr mit in den Supermarkt, nicht? Das nächste Mal bleibst du zu Hause. Aber es ist schon Schnauze voll. So. Nadarvallo. Nadarvallo Café Originale. Wenn ich das off spiel renne ich hier natürlich noch schneller durch die Gegend. Dann fülle ich hier auf wie so ein Berserker. Aber ich will euch jetzt nicht schwindelig hier machen. Deswegen laufe ich ein bisschen langsamer hier durch die Gegend. So. Uh, normaler Kaffee. Noch mehr Prepia-Zeug. Das hatte ich irgendwo hingelegt. Hier war ich also keinen Platz mehr. Irgendwas daneben. So Level 49 nach wie vor. Uh, ja, die gehen jetzt ein bisschen langsam nach oben. Brauchen jetzt viele, viele XP oder SP, wie das hier im Spiel heißt. So, gucken wir mal. Das sieht doch alles wunderbar aus. Oh, Bier, Bier, Bier ist auch noch genug da. Diese Milch Kaffee wird gerade aufgefüllt von dem guten Mann. Okay, grüner Tee wird aufgefüllt. Diese komischen Chips hier, ach, das ist so ein schönes Bild hier. Chips mit Nutriscore A. Chips könnten wir bestellen. Chips und Basmati Reis, Klopapier haben wir noch da. Oh, Hähnchen, Klopapier, Hähnchen und Chips. Toilettenpapier. Hähnchen, die laufen auch immer richtig gut. Okay. Und chips. Chips, chips, chips. Das waren die hier. Was? Das ist okay, das ist auch noch nicht passiert, dass das so... Blöd runtergefallen ist, die Kartons. Äh, so. Der Lieferant war wieder mal sternhagel voll. Wie so oft. Okay. Mm -hmm. Boom, ab das Bier, pump es ab! aus den Humpen. Komm, lass dich nicht lumpen. Man kann nicht euch Bier, wir brauchen mehr Bier. So. Aber Bier ist noch genug da, glaube ich. Wir brauchen wir ja was zum Essen? Bier allein geht ja auch nicht. Das was wichtigste aber so ein bisschen was zum Essen hier so, ne? Bierhähnchen. Oh, Bierhähnchen schmeckt auch geil. War früher mein Lieblingsessen hier. Bei Muttern. Bierhähnchen. Oh, war das geil. Lecker, 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 lecker. Das war fingerlicking gut. So. Okay. Dann die Chips. Die Dose darf nicht so in Hähnchen. Aber andersrum höchstens, eh? So. Noch ein. Noch ein Karton Hähnchen. Wo oh, ich das hingelegt hier. Das wird schon wieder knapp hier. Ach, scharfe Soße hatte ich gerade einer beschwert. Ist nicht mehr da. Okay. Scharfe Soße. Vier Stück direkt kaufen. Die läuft auch richtig gut. Fast so. Die Mayo läuft am besten. Also Mayonnaise sind die Kunden ganz verrückt danach. Ich will nicht wissen, was die mit der Mayonnaise machen. Auf sie essen sie nur. So. Hot Sauce. Hat er sich schon genommen, den Karton. Füllt direkt auf. Das ist schon praktisch, wenn du jetzt vier Leute hast. Das geht hier echt. Ruckzuck. Und noch mehr Hähnchen. Nein. Hm. Die Kassen sind voll. Okay, komm. Ja, komm. Ich gehe mal wieder. Ich übernehme mal eine Kasse selbst. Wenn ich das Schild hier wegbekomme. So. Dann komm mal her, du. Blub, 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 blub. Oh, Lachs. Lachs ist teuer. 87. 68. Dankeschön. Ja, Die Haare von der Frau sind übrigens immer noch kaputt. <laughs> so, danke sehr. 57, 10. mal Pizza, dreimal Pizza. Was ist denn mit dir? 3,93 zurück. Äh, 50, 60, 70. Oh, ich glaube, ich habe gerade so viel gegeben. 3,93. Bin ich dumm? Ja.

97, 59. Äh, ups. Dankeschön. Was? Humus. Humus. Ah, Humus haben wir jetzt auch im Angebot. Das läuft auch wie verrückt. Muss ich schon wieder nachbestellen. Am nächsten Tag. Oh, der hat Sushi gekauft. Sushi ist teuer. 119. Und passend. Dankeschön. Endlich zahlt mal einer passend. Alter, das ist hier voll! Mein Laden ist der Trend in der City hier.

Und schade, dass die Kassierer nicht auf aufleveln und ein bisschen schneller werden. Muss ich hier schon aushelfen, obwohl ich drei Leute angestellt habe. war einfach zu lahmarschig. Und danke, passend. Und Makaroni. Makaroni auch leer. Und Hummus. Makaroni und Hummus. Ah, die hat was in der Bluse versteckt. Was? Wo ist sie? Wo ist die Frau? mal gucken hier hallo hallo ah, ja, ja, ja. okay dieses ja. mal kontrolle hier hallo da ist doch was da ist doch was und so ah, da seht ihr ja da sehe da schon ein paar Ja, sag lieber nichts ja, der Chat treibt mich zu solchen blöden Aussagen. Wow, wir haben 15.000. Wahnsinn. Hey, okay. Diese Milch muss ich nachbestellen hier. Schweinshaxe für 4,95. Nee, nee, nee. Der ist schon. Schweinshaxe ist ein bisschen teurer. Ich weiß gar nicht, was das teuerste ist, was ich hier habe. Das Sushi ist schon ziemlich hochpreisig. Hier das große Sushi 24,79. Das ist schon. nicht spielig. So, Lasagne. So. Die letzte Kundin. Glaube ich. Oder ist noch jemand da? Die mit den kaputten Haaren. Die war doch gerade das hier. Oh Gott, die haben die ganzen Kartoffeln weggekauft. Was ist denn hier los? So. Gut. Und Profit. Au, oh, 2,8. Das ist gut. Das ist ordentlich. Das ist echt ordentlich. Aber witzig. Bestellkosten 2857. Profit 2856. <laughs> so. Schokoriegel, Reiniger und gemischte Pizza. Müssen wir die Preise ändern? Schokoriegel, Reiniger, gemischte Pizza. Das ist die gemischte Pizza. immer teurer machen. Also machen wir 6,29 draus. Schokoriegelreiniger. Schokoriegel ist der Reiniger hier. 3,81. Das können wir lassen. Ich glaube, das ist der eine der Reiniger. Schokoriegel ist das. Auch teurer geworden. Von 4,9 gehen wir mal auf 4,89 hoch. So, stimmt das auch? hier? Ja. Der lebt noch. Reiniger! 29. Schauen wir mal 9,59 draus. Oh, hier brauchen wir Toilettenpapier: Toilettenpapier, Erdnussbutter, Makaroni. Okay. Toilettenpapier: Toilettenpapier. Äh, das hier: Erdnussbutter. Macaroni für den Toni. So. Spaghetti auch schon wieder leer. Und die andere Pasta, die laufen, Leute haben wieder Nudeln hier. Spaghetti Nudeln und normale Nudeln von Panazzati. Good. Morgendliche Bestandsaufnahme. Das ist schon sehr realistisch, das Spiel. So. Äh, diese Milch. Diese komische. Äh, genau. Milch. Und auf jeden Fall Kartoffeln. Milchkasse, Kartoffeln. Basmati-Reis könnte ich auch bestellen. Sechserpack Milch. Äh, gleich sechs Sechserpacks. Basmati, vier und viel Kartoffeln, Kartoffelsack, sieben Stück. Deutschen liebstes Grundnahrungsmittel. So, was sind hier? Er ja, hat Kartoffeln. Den Reiniger brauchen wir neu. Mhm. So, Lasagne, Reiniger, Lasagne und Sushi groß ist das. Ach. Reiniger Lasagne Sushi groß und Mozzarella. Reiniger Lasagne Sushi groß. Und Mozzarella. Ich würde sagen, das reicht. Mit den heutigen Einkauf. Uh Gott. Und direkt den Laden auf. Die, der Rubel muss wieder rollen. So. Können direkt starten. So, wunderbar. Zigaretten habe ich vorhin schon gesagt. Gibt es leider noch keine. Ich glaube, es ist auch gar nicht drin im Spiel, also auch bei der späteren, bei späteren Produkten habe ich zumindest beim Überfliegen nichts von Zigaretten gelesen. Finde ich eigentlich ein bisschen komisch. Aber auch kein Obst und kein frisches Gemüse fehlt auch noch. Ist zu gesund. Ich habe nur Fertigzeug, Fertigschrotz, Mikrowellenpampe. Für original italienischer Mozzarella. So. Oh, äh. Ups, nicht aufmachen. Den Rotz verkauft man auch nicht. Hallo. Ich will endlich meine Tomatis hier verkaufen. Geht nichts über Tomatis. Gibt es eigentlich den geheimen Tomati-Comment noch hier? Hatte man einen Tomati kommen, Ich weiß gar nicht, ob der noch eingespeichert ist im Bot. Eine Ode an die Tomate quasi. Äh, passt der noch dahin? Was ist da? Sushi! Nee. Aber Zigaretten wäre schon noch ganz cool. Damit können wir richtig Geld machen. Mhm. So. Panzata Pena Originale Italia. So. Nehmen wir zusammen da rein. Bidet. beim so, allem Klopapier, was Bidet heißt. Das ist schon gut. Kann man mal machen. Mozzarella. Hast du noch ein Karton rein? Oh. Er hat den schon mitgenommen. Wie schnell die unterwegs sind. da passt aber nur einer in ein Regal. Ja. In ein Fach. Lasagne Bolognese. Gestern ist es passiert, als ich das gespielt habe, dass auf einmal ein Kunde hier ins Lager kommt. Das ist einmal passiert. Ich weiß nicht, was da kaputt war. Dachte ich sehe nicht richtig. Mal kommen hier nur ich rein und meine Regalauffüller. Aber auf einmal war da so ein Typ mit einem roten T-Shirt das hier. Er ist hier durch die Tür und dann hier die Treppe hoch in den Markt gelaufen. Hat dann eingekauft. Ach, was geht denn jetzt ab? Hat sich verlaufen. So. Kartoffeln. Das ist das einzige Gemüse, was ich im Moment habe. Kartoffeln. Tja, 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 ich schaut's? Es ah, füllt sich. Die vollsten Stunden sind immer so kurz vor Ladenschluss. Das ist schon realistisch. Nachempfunden. So, was da oben hin? Sushi. Das ist aber überhaupt keine Meister-Propper-Anspielung hier, das Cover von dem Reiniger. Ja, kurz vor der Urheberrechtsverletzung. Wenn da die, die Firma meister Proper da Wind von bekommt. Geht's aber los. Na, nimm! Nimm den Karton. Anzati Penne, Penne Rigate. Hab hat ja da letztens gesagt, dass der Gronk da eine, Map eine Mod gespielt hat mit echten Produkten. Also es gibt da, habe ich gelesen, einen Modloader auch. Anscheinend, ja. Ja, man kann die Namen hier ändern damit, mit dem Modloader und man kann echte, zum Beispiel echte Produkte da reinnehmen. Was ich echt cool fände. Aber ich hoffe, dass das Spiel das irgendwie auch mal von sich selbst aus anbietet, dass man da einfach Bilder hochlädt und die dann so quasi auf die Verpackungen draufgeklatscht werden. Das fände ich geil. Vielleicht machen sie sowas noch: so einen integrierten Customizer. Das wäre nice. Dann würde ich endlich die Daddl Chips und die Daddel Soda verkaufen. So, ist das hier Macaroni? Macaroni für den Toni. Kein Platz mehr hier bald. So. Nehm Erdnussbutter. Haben wir überhaupt noch was da von dem? Oh, die ist leer. Die fülle ich am besten mal selber rein. Wenn wieder einer weint. So, noch mehr davon. <laughs> Peanut Butter, so also Erdnussbutter ist ja auch was, womit man mich total jagen kann. Kann ich überhaupt nicht haben. Ui, Devil. Kaum was. Ich, was ich weniger mag. <laughs> Kann man sich sehr... Es ist sehr schnell... Erdnussbutter ist ein Produkt, wo man sich extrem schnell massiv verekeln kann. Geht da ruckzuck. So, mal da rein. Schon wieder 9 Uhr. Wie sieht's aus? Oh, die Bude ist wieder voll bis unters Dach. Ich kann nur noch nicht an der Kasse aushelfen, weil ich hier noch Kartons reinschleppen muss. So. Jetzt könnte ich aushelfen. Was ist leer? Basmati-Reis? Habe ich doch gekauft? Wurde auch aufgefüllt gerade. Anscheinend zu spät. So. Checkpoint. So, kommt mal zu mir. Ah, ja, die hat sich vorgedrängt. Der alte Mann hier. Der arme, alte Mann. Der haben sich zwei vorgedrängt. Der war zuerst an der Kasse und jetzt steht er als drittes da. Hihihi. Hi, hi. Der arme, alte Mann. 5, 50. Da ist das gerade wieder Leckt das Spiel. Mal ein bisschen besser optimieren. Ja, mal gut. Bisschen Performance. Performance Patch kommt demnächst. So. Opa, jetzt bist du endlich dran. Er ja, gibt sogar passend. Ist der Thunfisch. Ach, Thunfisch muss ich wieder bestellen. Aufpassend, das ist gut. Auch passend. Hey, die Kunden haben gelernt, die zahlen passend. Oh, zwei Flaschen Wodka und zwei Pizza. Was hast denn du noch vor heute Abend? Auch passend. Gut, können wir dazu machen die Kass. Jo! Irgendwas ist schon wieder leer hier. 17.149. Ich glaube, ich könnte sogar jetzt schon meine nächste Vergrößerung kaufen. Oder irgendwas mit 165.000, wenn ich das richtig gesehen habe. Wir haben noch sehr viele Plätze hier frei, aber irgendwie gefällt mir das nicht, dass hier so eine blöde Ecke ist. Ich brauche mehr Platz. So. Wie schaut es hier aus? Oh, oh, diese, Das sieht aus wie Surimi. Obwohl das hier als Krabbensticks äh, angezeigt wird. Aber das ist doch Surimi, oder? Eindeutig Surimi. So, was sind hier leer? Ach, das Schinken. Rosciutto Italiano. Auch leer. Und die Butter. Oh Gott, wir haben keine Butter mehr. Butters und diese komische Tropico Soda. Diese pinke ist auch leer. Okay. Ein bisschen Soda nachbestellen. So, die Kunden sind weg. Sehr schön. Okay, 2100 kosten werden natürlich auch mehr höher. Das passt schon. So wir noch Profit machen. Musaka, Käse, Soda, Müsli. Musaka, Käse, Soda, Müsli. Mussaka, Moussaka, wo ist Mussaka? Hier, ich glaube hier. 15, ja, das kann man lassen. Käse, 5, 27, oh, 5, 59 und 50. Moussaka, Käse, Müsli, irgendwas habe ich schon wieder vergessen. Was dazwischen war? Müsli, irgendwas? Honeybees, was? Das ist doch Honeybees. Das andere ist schon wieder leer. Aha. Chips werden auch knapp. Mehl ist knapp. Das andere Mehl ist auch knapp. Krabbensticks, Mehl, Chips. Und Butter. Krabbensticks. die nicht teuer. Kappensticks, dann Mehl. Nehmen wir einfach von allen drei. So. Und. Nicht buttert. Butter. 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 Dreimal Butter. Ja, ja, deine Bude. So, und Soda. Soda müssen wir auch nachkaufen. Ähm, die Pinke auf jeden Fall. Und die Cola. Inke und Kohle und uh, uh, die Eier sind auch alle leer. Uh weiter. so da so das war die da unten. Und die hier. Und Eier brauchen wir komplett. Wollen wir hier von drei? brauchen wir hier von drei? Hier von drei. Gut. Noch Krabbensticks, kann der gleich mitnehmen, am besten. Weg damit. Hat auch direkt mitgenommen. Wahnsinn. Wer auf Draht hier die Jungs, im Gegensatz zu meinen Kassieren, die schlafen fast ein. Schade, dass ich die irgendwie nicht pimpen kann, dass die ein bisschen schneller abkassieren. Finde ich ein bisschen blöd. Wie cool das früher war, als sie noch diese Eintippkassen bei Aldi hatten. Ey. Das war Wahnsinn. Das waren Artisten, wie schnell die eingetippt haben. Ohne, ohne überhaupt auf die Kasse zu gucken. Und die hatten alle Preise im Kopf. Das muss man sich mal vorstellen. Da gab es diese Scannerkassen noch nicht. Lange ist es her, aber ich, ich kann mich noch erinnern. Echt. die waren da der Hammer. So, das ist das billo mehl Da rein. Zwölfer-Pack-Eier. Leute hier, mir mit euer Mehl, was macht ihr mit diesem ganzen Mehl, Leute? Und wir kommen kaum mit dem Bestellen nach. Heißen wir das förmlich aus den Händen. So. Äh. so. Supreme, Supreme Supreme. Mehl. Äh, hier. Nicht gegen die Wand laufen. So. Und diese komische Soda. Die hat er schon eingeräumt. Ja, ist schon wieder alles voll. Eier. Eier muss er noch ein bisschen. Ah, ist er gerade dabei. Ist sehr schön. Ach, der Lachs. Der gute Lachs ist auch leer. Lachs finde ich auch nice. Esse ich auch gern. Lachsbrötchen. So, Lachs. Kann man gleich drei Kartons mit Lachs kaufen? So. Das selbst auf. Lachs darf nur der Chef selbst auffüllen. Das ist wertvoll. Sehr schön. Norwegischer Lachs. So, das legen wir gleich dazu. So, da ist auch die Butter endlich. So, auf jeden Fall auch noch. Aufgefüllt werden. Ich glaube, der kümmert sich gerade schon. Ja. Der gute Mann. Sehr schön. Äh, das machen wir da oben hin. Einkaufen ist das Daddelslust. Lust. So, da fehlt was. Da fehlt Mayo. Mayonnaise. Mayonnaise muss ich noch kaufen. Äh, Mayo. Dieses Brot hier. Mayo Brot. Ah, diese Müsli-Dinger wieder. Hm. Mayo Brot Müsli Shampoo wird auch knapp. Mayo Brot Müsli Shampoo. Mayonnaise. Äh, Brot, das kleine Müsli, Chibi, dreimal. Und Shampoo. Auch drei. Und stressig hier. Du kommst mit Bestellen. Es ist es in echten Supermarkt da so, dass die mit Bestellen kaum hinterherkommen, weil die Leute denen das aus den Händen reißen? Ich glaube schon. Gehen wir Samstag Samstagvormittags in den Supermarkt, äh, das ist schon realistisch. Oder kurz vor Feierabend abends. Also, so jetzt diese Zeit, 19 Uhr, ich glaube, da sind in den Märkten auch hier nochmal die Hölle los. Die ganzen Leute von der Arbeit kommen. Das ist doch so wirklich Primetime. So, nach unten hin. Ich glaube, ich kann die Bude auch schon wieder aufmachen. Licht an. Licht an. Open. Das Shampoo verräume ich noch selbst. Sieht mir aus wie diese Fructis-Flaschen. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Brückt uh, dies dahin? Oh, Crispy Chibi war auch leer. Schnell nachfüllen. Wieder einer meckert. So. Und der Rest aufs Lager legen. Platz frei ab. Da. Ach, die Mario. Oh, die Mario. Ah, hat schon einer. Hat schon eine aufgefüllt. Aber auch gut drauf. So. Okay. Können wir mal gucken. es dein. Oh, der komische Puderzucker wird knapp, diese Dosen. Uh, der Zucker, der da oh, gleich mal ja, Vier ist ein bisschen viel. Mal drei. Demonstriere gegen Mayonnaise. Was hast du gegen Mayonnaise? Mayonnaise ist lecker, also so selbstgemachte natürlich. Und oh, ne? Schon was Feines. Mayo! Mehr Mayo braucht die Welt. So. Hier was leer. Ne, das sieht gut aus. Mit den Kartoffeln aus. Auch noch voll. Mhm. Pizza. Auch noch voll. Ah, der blöde Schinken. Der Schinken. Irgendwas vergessen wir immer. Schinken. Schinken, Schinken. Und B und K. Das klingt wie so eine Billigmarke. Wie A und P. Gibt es eigentlich A und P noch? Attraktiv und preiswert. Ich weiß gar nicht, was das früher gegeben hat. War das Tengelmann? mein Tengelmann gibt es nicht mehr. Also wird es auch A und P nicht mehr geben. Oder Die Weißen. War auch so eine Billo-Marke. Die Weißen. Gut und günstig gibt es ja noch. So, ups, dahin. Okay, billig und versifft. Okay, meine Chips, Chips und Bier, Chips und Bier das ist eigentlich das Einzige, was ein Supermarkt haben muss. Ich nachbestellen? Chip. Chips, Chips. Und Party Fass Bier. Äh, da schön. Kauf. Wow, wow. Na, na, na. Und pup. Und pup. <laughs> Aufs Auto drauf am besten. Noch. So, Chips. Ne, falscher Gang. Mein Markt ist inzwischen so unfassbar groß, dass ich mich verlaufe. Wo ist denn das? Wo sind meine Chips? Oh hier. Weil die Rohr sogar richtig gewesen. Toll, wegen einer Packung kann ich das jetzt aufs Lager legen. Toll. Nüsschen, Ja, Nüsschen sind wichtig. Ohne Nüsschen geht ja gar nicht. Gute Nüsschen. Na. No. Ovidos. Tacos. Nicknacks, Sowas. Nicknacks. So. Blond. Blondes Bier vom Fass. Sehr schön. Da rein. Helles Blondes. Da schlagen die Leute zu. Äh da. Okay. Was wird. Oh uh, Gott, der Honig wird auch schon wieder. Noch ein Glas Honig da. Uh. Honig. Der drei. Ja, es hat den Nachteil. Wenn du so viele Produkte inzwischen hast. Irgendwas ist immer leer so ja, inzwischen ist er komplett leer so schreib mal durch den ganzen laden und mach deine angestellten fertig Hab ich dir nicht gesagt, du sollst mal ein bisschen schneller machen? Guck dir mal den Mann an, der hat nicht mehr lang. Okay. Hallo. Hallo. Uhaha. Gott. Herz. So ein T-Shirt will ich haben, das gefällt mir ganz gut. Aber die Kundschaft hier, das ist ja wirklich alles dabei. Smoking-Typ, hier so ein Asi. So, Madame Arschgeweih. Willkommen im Jahr 2003. Das könnte der Pennymarkt auf der Reeperbahn sein hier. Ja, so ähnlich hier. Ich müsste es auch noch einen Simulator geben. So, ich gehe mal wieder in die Kasse, weil es ist voll. So, 8 Uhr ist immer die Hölle los im Laden. Oh, hi. Da ist ja schon einer. Oh Gott. Das ist wieder hier uh, Stone Calls Divorce denn hier. <laughs> What? What? Okay. Ruf 13. Äh, 10. Man kauft ja so viel Mehl. Junge, was ist los? Und ach, zahl mal passend. Ich hasse sowas. 51, 40. Oder zahlt man mit Karte? Hallo? 331. Oh, der hat noch was vor. Ja, der Smoking, er kauft auch hier das gute Kalbskotelett. Das ist gut. 106. <laughs> Robbie, Servus! Danke für den Resop! Danke für 13 Monate und schönen guten Abend! Oh, hier, Sushi-Platte. Sushi ohne Ende, das wird teuer. 124,19. Der penny -Markt auf der Reeperbahn ist mittlerweile. Ja, habe ich gesehen! Es gibt ja so eine neue Doku, wo sie da so einen Vergleich gemacht haben. Das ist ja gar nicht mehr so ein Ranzladen. Also, es sind noch immer noch Assis. Du kriegst halt die Assis von der Reeperbahn nicht runter, aber der Laden sieht inzwischen sehr gepflegt aus. Das stimmt. Der Dani ist wieder da. Der Dani-Sahne. Dani-Sahne fehlt mir noch hier. Ich habe keine Puddings. Keine Puddings. Ich habe nur eine Sorte Joghurt. Ich habe nur eine Sorte Joghurt hier. Rügen. Mir fehlt noch Pudding. Pudding, Pudding, Pudding. Hm. War vorletzten Winter mal in dem Markt mit ein paar Kumpels aus Österreich. Die wollten den sehen. ist jetzt international auch mittlerweile schon bekannt. Spiegel schafft mit seinen Dokus irgendwie immer regelmäßig viral zu gehen. Jetzt jüngst beim Anzeigen Hauptmeister, damals schon im Pennymarkt. Geht schon ab. Geht schon ab, du. Pudis Pudding schmeckt wie Mudis Pudding. Oder Wölkchen. Wie lösen wir jetzt das Problemchen? Auch schöne Werbung. So, wir sind bald bei 20.000 Euro. Wir müssen wieder sehr viel kaufen. Das ist noch echter Pudding. Da ist noch Kuhhaut dran. Pudding sowieso, nur echt mit der Haut. Ohne geht gar nicht. Was ist denn hier schon wieder leer? Das Schinken ist schon wieder leer. Ich habe doch gerade bestellt. Warum füllen die den Schinken nicht auf, die Idioten? Hallo? Schinken. Was ist los? Problem. Oh, Mann. ich hab nicht mal mehr Milch. Wo ist denn die Milch normalerweise drin? Hm? Wo ist die Milch? Was? Ach, hier. Alles leer. Milch leer. Oh, Pommes. Auch nur noch eine Packung. Hähnchen, Pommes, Milch, Seife. Ich kann alles kaufen. Was kaufst du? Hm. So, das war der letzte. Tür zu. Ach, ja, wie sieht's aus? Profit 2601. Sieht gut aus. So, Cola, Soda. Ist teurer geworden. Oder so das. Die da unten. ne? 3,28. Gehen wir mal auf 3,59. So viele Angestellte. Ja, natürlich. Ich muss nichts mehr selbst machen hier. Ich kann jetzt auch nur noch einen einstellen. Also von den Auffüllern habe ich schon das Maximale erreicht. Vier Stück. Ein Kassierer kann ich noch einstellen, aber da brauche ich Level 56. Muss ich noch sechs Level nach oben gehen? Deswegen muss ich mich ab und zu noch selbst an die Kasse setzen, wenn es voll wird. <laughs> muss der Chef noch selbst helfen? So, was ist da wieder leer? Da unten, ah, diese andere Soda. Soda, Seife, Milch. Soda, Seife, Milch, Hähnchen Pommes. Soda, Seife, Milch, Hähnchen, Pommes. Soda, Seife, Milch, Hähnchen, Pommes. Soda, Seife, das war die hier. Soda. Seife, Milch, Hähnchen, Pommes. Soda, Seife. M Milch. Na komm, machen Korb! Milch, Hähnchen und Pommes. So, es gibt Bonus Soda. Es gibt ohne Ende Bonus Soda. Guck mal hier, Bonus, Bonus, eine Bonus Soda nach der anderen. Bonus -Soda. Die perfekte Kombi für ein Gericht: Soda, Seife, Milch, Hähnchen, Pommes. Soda, Seife, Milch, Hähnchen, Pommes. So, Hähnchen räume ich selbst ein. 9,19 Euro oder Dollar ist relativ wenig. Das ist eigentlich zu günstig für so ein Riesenhähnchen. Wer weiß, wo das herkommt. So, Palp. Palpsoda. 19 Jan Soft. Servus. danke für 79 Monate. Ja ai, 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 ai. Das wird ja immer besser. 79 Monate, das ist was. Dankeschön. So, das machen wir da rein. Pommes, eine Packung Pommes. Chernobyl Hähnchen. Nee, dieses komische, dieses Fertiggericht kommt aus Tschernobyl, ohne Witz, da steht wirklich Pripyat drauf. Ich weiß nicht, äh, warum es soll wohl wohl irgendeine besondere Spezialität aus Pripyat. Das cesium hähnchen oder so. Oh. 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 Mal gucken, ob sie noch irgendwie ein Update machen, dass dann einer uns, dass dann wir einen Lagerangestellten haben, der das von der Straße nimmt und selbst hier einräumt. Dann müssten wir allerdings gar nichts mehr machen. Wobei, wir müssten noch durch den Markt gehen und gucken, was leer ist und nur noch bestellen. Das, das wäre schon cool, wenn da noch einer. Das ist schon noch sehr viel Arbeit, das alles selber da reinzuschleppen. Sind ja inzwischen in so einer Position, dass wir das gar nicht mehr machen müssten. Dafür haben wir ja unsere Angestellten, die hier rumstehen und Pause machen. So. Hähnchen. So etwas wie da ist in Deutschland unrealistisch. Ja, mich wundert, dass wir hier kein Kühllager haben. Hier ist Hähnchen wird einfach da in den in den hier drin ist wahrscheinlich auch sehr warm. Wir brauchen ein Kühllager. Und ein Tiefkühllager eigentlich. So. Und Puderzucker muss ich auch schon wieder nachkaufen. Komm ich nicht mehr mit da rein. Puderzucker von Pablo. Pablo, Puderzucker. Wer kennt ihn nicht? Okay. So. Ich frage mich, warum Puderzucker so viel geht. Wir haben drei verschiedene Puderzuckersorten hier im Laden. Aber keine Zigaretten. Keine Zigaretten, keine Tomaten. Auch kein Wein. Wir können ja mal gucken, lizenzmäßig. Also wir können auch keine kaufen, wie gesagt. Äh, Lizenz, Level 56. Also es gibt dann noch ein Paket. Grüne Bohnen, Vanilleeis. Nochmal ein Eis, Pizza, Kartoffelpops und Gemüsemischung. Da muss ich 100. Könnte ich sogar schon kaufen, aber wie gesagt, wir sind noch nicht levelmäßig hoch genug. Dann, das zweite ist Bier, blondes Ale, Bierlager, oder oh, das ist, das ist Alkoholpaket. Whisky und Wein. Ah, guck mal hier. Die zweite. Zweite Lizenz. Die hat das alles. Dann in der dritten Parmesan, Käse, Streichrahmen. Auch ein schöner Name. <laughs> Uncle Tonis Reis. Zuckerrohr und Joghurt. Reiniger, Geschirrspültabs, Geschirrspülmittel, Zitrone, Weichspüler. Und dann gibt es hier sogar noch so Non-Food-Zeug. Buch, 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 Buch. Das sind nur Bücher. Also ganz große Supermärkte haben ja auch sowas. Reiniger, Katzenfutter. Katzenfutter und Hundefutter. Ich bin auch schon drauf. Da muss ich Level 70 haben? Das dauert noch ein bisschen. Kuchen, Chips, Nuss-Nougat-Creme, Soda-Dosen, Wasserflaschen, dann Weichspüler, Papierhandtuch, Toiletten, schon wieder Toilettenpapier, Zahnpasta. Das hat schon wieder ein ganzes Paket nur mit Büchern. Kuchen, Kuchen, Schokoriegel, Schokoladenpulver, Zucker. Stimmt, wir haben noch nicht mal Zucker. Das ist eigentlich das Grundsortiment jedes Supermarktes. Zucker. Das ist erst ganz hier unten, dass hier Zucker kommt. Krass. Und hier nochmal ein Alkoholpaket. Noch mehr Bier. Boah. Aber da brauchen wir Level 90. Das ist für irgendwann mal nächstes Jahr vielleicht. Da darf es Gesundheitsamt nicht kommen. Ja. Mein Laden wäre normal schon dicht. Aber wir haben ja letztes Mal schon gesehen, die Stadt. In der wir hier sind, die hat ja nicht mal eine Au Ein- und Ausfahrt. Wir sind ja klar, quasi in uns geschlossen. Hier gibt es keine Straßen nach außen und von, also von draußen rein. Deswegen sind wir auch der einzige Supermarkt. Kein Wunder, dass es so voll ist bei uns. Die haben keine andere Wahl, die Leute. Die müssen zu uns einkaufen. So, Kaffee muss ich auch noch kaufen. Oh ja, und zwar von allen dreien. Kaffee, Kuchen, Brot. Ist alles leer irgendwie. Kaffee. Drei. Ups, Kaffee. Da ist noch Kaffee. Ach, hier ist es falsch geschrieben. Deswegen hat er nicht gefunden. Kaffee. 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 Und Kuchen. Uh, ups. Buchen. Davon drei und davon drei. Und dieses komische Brot. Nehmen wir auch noch. Drei und drei. Einmal drei macht sechs. Witte, wieder witte. Dann haben wir alles. Wodka. Wodka wird auch schon wieder knapp. Müsli auch. Wodka, Müsli. ist da unten? Hat das andere Brot. Fleischmittel und Kartoffeln. Wenn auch schon wieder... Oh mein Gott, ist alles leer hier. Fleischmittel und Kartoffeln. Okay, machen wir erstmal Wodka. Bleichmittel. Kartoffeln. Da schlagen wir zu. Ups. Kartoffeln kaufen wie ein bekloppter. So, wie sieht es mit dem Klopapier aus? Das müssen wir natürlich da haben. Sonst gibt es Probleme hier. Ja? Da ist genug. Und da ist auch noch genug. Okay. Passt schon. So, ihr macht mal was. Wir machen mal den Laden auf. Geld verdienen. So, äh, da oben ist Platz. Fängt direkt schon an, so unflüssig zu laufen, sobald wir den Laden überhaupt aufmachen, obwohl die Kunden noch gar nicht da sind. Aber das Spiel fängt jetzt im Hintergrund schon an, lauter Leute zu generieren. Dass man da Performance so ein bisschen schraubt. Sehr schön. Sandwichbrot So, die hübsche Dame im kleinen schwarzen, ah, sie kommt ja. Sie kommt zu uns. Sie kommt zu uns, weil sie weiß, wo es gutes Zeug gibt. <laughs> Es wäre ja unrealistisch, wenn ein Tag mal verginge, wenn alles da wäre. Wenn kein Kunde irgendwas nicht findet. Es gibt es ja in keinem Supermarkt, zumindest in Deutschland. Ich glaube aber nicht mal auf der Welt. Weil ich nicht weiß, bei amerikanischen Supermärkten, ey, das sind ja halbe Stadtteile, so groß wie die sind. Ist schon Wahnsinn. Hier hast du für ein Produkt äh, ein Regalfach in den deutschen Supermärkten. Bei den Ami-Supermärkten hast du für ein Produkt hast du eine ganze Reihe. Ein komplettes Regal. Der Unterschied. So. Ähm Wodka! Gorbatschow! Gott, wie viel Brot habe ich denn bestellt? Wieder viel zu viel gekauft. Ah, Kartoffeln. Kartoffeln kann man gar nicht zu viel kaufen. Die laufen ja wie nix. So. Glaub, bei der nächsten. Am nächsten Tagesanbruch versuche ich mal, meinen Laden ein, eine Stufe zu vergrößern. Und die Kohle müsste jetzt genug da sein. Die ist auf jeden Fall da. Dürfte kein Problem sein. Auch noch genug Geld übrig, um dann noch neue Sachen zu bestellen. Deswegen habe ich das jetzt noch nicht gemacht. Man muss ja strategisch vorgehen mit so einem Supermarkt, ne? So ist es ja nicht. So. Noch mehr Wodka. Warum hat sich gerade Klingeling gemacht? Ach, ich bin dumm. Haha, <laughs> ich habe vergessen, meine Kasse zuzumachen am Vortag. Und so Schild draufzustellen. Kasse nicht besetzt. Jetzt steht da einer und will bedient werden. Ja doll. Jetzt ist er weg. Hä? Ja, jetzt ist. Habe ich ihn jetzt verjagt? Ist er jetzt woanders? Oder ist er desintegriert? Ich weiß es nicht. Er ist weg, jedenfalls. Ist, ist egal, da kann keiner an der Kasse sitzen. Wenn da nicht offiziell das Schild steht, Kasse geschlossen, stellen sich die Leute trotzdem da an. Mir fehlt hier auch der berühmt-berüchtigte Warentrenner. Das ist auch so, ein, glaube ich, eine deutsche Erfindung, der Warentrenner. Sowas so was kann nur in Deutschland erfunden werden, sowas. Kein anderes Land kann sowas erfunden werden, obwohl es es mittlerweile auch in anderen Ländern gibt, aber ich glaube, es wurde hier erfunden, das Ding. Der Warentrenner. Oder wie man früher gesagt hat, das Zwischending. Zwischending. Leg mal ein Zwischending dazwischen. Ich habe gesehen, in irgendeinem Land heißt das Ding Skillepinne. Ist das in Schweden? Schweden? Irgendein skandinavisches Land nennt man die Dinger Skillepinne. Skillepinne. So, das dahin. Narvalo. Barista. Die Kassen sind voll. Oh, ich kann doch nicht bedienen. Ich muss doch reintragen. Habe ich schon so viel angestellt und trotzdem ist es einfach zu viel Arbeit. Wird Zeit, dass ich Level 56. Oh, wobei. Kann ich den vierten kassiere? Warte mal, ich glaube, den konnte ich schon ab Level 50 einstellen. Wäre natürlich geilst. Wenn ich den jetzt schon einstellen könnte. Warte mal, ich guck mal gerade im PC. Verwaltung einstellen. Im ah nee nee nee. Ich habe zwar schon das nötige Level, wie man hier sieht, aber ich muss muss 1750 Einkäufe abschließen. Also nicht Produkte, sondern so und so viel, so viel Kunden muss ich bedient haben im Laufe des Spiels. Bin ich, da bin ich noch nicht so weit. Was? Ich bin erst bei 1180. Oh, oh, oh. Das dauert noch, bis ich den vierten Kassierer hier einsetzen kann. Toll. Die Pakete darf die Straße geworfen werden. Das ist unglaublich. Was ist denn hier los? Ich muss, selbst, muss selbst bedienen. Komm schon. Ich muss meinen Laden vergrößern. Hier ist die Hölle los. Hallo hübsche. Und sie drängt sich einfach vor, die Wodka-Frau. Die Wodka-Pizza-Frau. Ah, 60. Ja, mein Lieferant ist ein bisschen schluderig. Der schmeißt halt alles direkt vor den Eingang. Ich find das jetzt auch nicht so nett. 3,57. Retour? Was will Hühnerbein konnte sie nicht finden. Kauft die viel? Das wird 140. Retour 418 15, 16, 17, 18. Schade, dass die nicht meckern, wenn wir zu langsam sind wie bei Omsi. So ein Manfred müsste es hier geben. So ein Omsi-Manfred. 188, ey. Kaufen immer mehr. Sind so reich. Jetzt läuft das Geld zu den Knopflöchern raus. So viel Geld haben wir hier. 114,42. Da, ist Pripyat. Tschernobyl-Produkte. Sehr, 27. Brauchst du denn so viel Klopapier, Frau? Klopapier und Bier. <laughs> Klopapier und Bier 10378. Was? Müsli ist auch schon wieder leer. Ah, ja. Leute drehen durch hier. Ja, 7644. Postenpunkt, so. Mm -hmm. 73 zurück. Mhm. Reiniger auch schon leer wieder. Einmal Shampoo. Was braucht da denn so viel Shampoo? Hackfleisch und Musaka. Passend, Dankeschön. Und Käse auch schon wieder leer. Ai, 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 ai. Würde der Lieferant sowas nicht echt machen, würde der Anzeigenmeister nicht lange auf sich warten lassen, ja? Warte noch so auf die Multisimulation, wo hier alles drin ist. Wenn der Lieferant hier spackt, da kommt der Anzeigehauptmeister um die Ecke. Und hier kommt noch das Gesundheitsamt und sieht, dass wir unsere Kühlsachen nicht kühl lagern. Dann gibt es direkt eine Verwarnung. Oder eine Anzeige, besser gesagt. Uh! Wasserflaschen sind auch schon wieder leer. Ey, die kaufen, als, wär, als wären hier. Drei Feiertage hintereinander. So. Lass ich die noch bedienen hier. Ne? 44. Das ist ja noch relativ günstig. Aber die hat auch die Wasserflaschen nicht gefunden. Oh, 28 Produkte nicht gefunden. Aber insgesamt Profit immer noch 4000. Ist okay. So. Und Prosciutto ist im Preis gesunken leider. Wo haben wir den denn? Ach, der ist schon wieder leer. Und das ist der da unten. Ne, er ist nur Schinken. Wir brauchen Brush und kein Schinken. So, jetzt müssten wir eigentlich genug Kohle haben, um die nächste Erweiterung zu bezahlen. Sehen wir mal auf Wachstum? 165.000, das können wir uns locker leisten. Und, boom, gekauft. So, jetzt müsste da hinten eine neue Wand fehlen. Oder die Wand fehlen, genau. Jetzt können wir mal ein bisschen Kühlschränke hier nach hinten. Lager. Ein bisschen Platz sparend. Schön dran. Da bin ich jetzt pingelig. <laughs> Damit wir mal hier nicht so ein bisschen Platz haben in der Bude. So. Wunderbar. Ja, ein bisschen dran. Mhm. Das sind hier noch die nächsten zwei, glaube ich. Oder ist das eine? Ne, ich glaube, das ist nur. Nein, das wäre nur noch. Ich bin nicht sicher, ob das zwei Erweiterungen hier sind oder eine. Hier mal vier Meter. Nee, ich glaube, das ist nur eine. Und dann ist die komplette Wand hier weg. Na ja, gut zu wissen. Hm. Könnte ich ja rein theoretisch. Was könnte man hier hinstellen? Ich könnte noch meine. Fünfte Kasse hinstellen, aber ich habe ja keinen Kassierer. Das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Was ich kaufen muss, ist ein Lamp. Eine Lampe. Markt, Möbel. Zwei Scheinwerfer. Ach komm, was soll der Geiz? Drei. Wir machen hier eine Flutlichtanlage hin jetzt. Licht an. So, da sind sie schon. geliefert. So, die Ecke ist mir nämlich doch zu dunkel hier. Da noch einer. Echt ein bisschen hell. Im <laughs> Markt ist heller als draußen. So viele Spots wie ich hier habe. Wo ist noch ein bisschen schrabbelig dunkel? Eigentlich nirgends. Eigentlich sehr hell hier insgesamt. Eigentlich ist es hell genug. Ich kann den ja auch aufheben. Ich habe hier irgendwo noch eine alte Kasse stehen. Oh, ja, einfach hier drauf. So, haben wir noch einen Spot übrig für die nächste Erweiterung. Okay. Äh, jetzt müssen wir noch ein bisschen was bestellen. Öl wird knapp, Mehl. Heller als ein Fußballstadion, ja, wirklich. Die müssen bald Sonnenbrille tragen hier. Genau, Strabi sagt es gerade. Es gibt auch einige Kunden, die mit Sonnenbrille hier reinkommen. Dieser eine Men in Black-Typ. So, Parmesan müssen wir kaufen. Wir müssen Bier kaufen: Parmesan, Bier, Käse. Parmesan, Bier, Käse. Der Chat könnte mal als Einkaufszettel hier fungieren: Parmesan, Bier, Käse. Ich kann mir das nämlich nicht merken, alles. Par... Parmesan. Oh, gleich noch vier, vier. Äh, das waren die Flaschen. Mhm. Danke, Strabi. Genau, genau, genau. Das ist echt. Ich mache das, glaube ich. Das ist echt hilfreich, wenn man das streamt. Musste ich vorher, musste ich mir das mal selbst merken. So. Dann, was brauchen wir noch? Das ist genug. Wir brauchen. Das haben wir auch noch genug. War auch genug. Äh, Wasser. Schreib am besten mal Billigwasser. Billigwasser, Joghurt, Thunfisch. Dann äh, brauchen wir Hackfleisch und Schinken. Also Prosciutto. Was ist das da unten eigentlich gewesen? Ich weiß gar nicht, was das da unten war. Das kann ich kaum erkennen. So. Ja. Thunfisch. Thunfisch. So. Mmh. Billigwasser. Dankeschön. Äh, das, ist echt, das ist echt sehr hilfreich. Joghurt. Eine Strabine ist schon ein Wer würde ich dir so ein schenken hier, weil er mir echt hier hilft? <laughs> Hackfleisch. Schinken, also judo. Das war der Projudo-Schinken. Ras. Gut, okay, ich glaube. Ah, Humus. Hummus ist irgendwie schon seit einer Woche leer. <laughs> Vergessen wir das zu kaufen. Ich habe noch nie in meinem Leben Hummus gegessen. Ich weiß nicht, wie das schmeckt. Noch nie. Sieht aber immer schon so bäh aus. So, dann haben wir hier noch Öl, Reis. Öl, Reis, braunes Müsli, Süßigkeiten, Olivenöl, Öl. Müsli, braunes Müsli, genau, braunes Müsli, Süßigkeiten Olivenöl. Machen oh, wir drei Kisten hier. Was soll der Geiz? Wir haben es ja. Oh, warte mal. Ist mein Warenkorb schon wieder voll. So. Humus ist lecker, wirklich. Sieht aber nicht so aus. So, hier ist noch was leer. Oh ja. Schwarzer Reiniger. wc kanister waschmittel und sapu hoffe ich sag das nicht so schnell äh, 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 wc bleichmittel ist ding schwarzer reiniger das, ist das ist. <laughs> waschmittel Ah ne, das heißt ja hier Reiniger. Aber es ist eigentlich Waschmittel. So, Reiniger Yamo. Wasch. Sapu. Uh, Geschirrspülmittel Durian. Auch eine Frucht oder Durian? Ist das nicht eine Frucht? So, haben wir jetzt, glaube ich, alles. Das rote Mehl. Rotes Mehl und schwarzer Kaffee. Ich das haben wir gekauft, das Müsli. Und das Mehl. Und wir... jo. Tiefkühlkram. Jetzt haben wir noch genug. Hähnchen haben wir noch genug. Genau. Sehr schön. Ja. Mehl. Das Mehl. Der, der Mehl. Das Mehl. Die Mehl. Schokolade haben wir noch genug. Äh, es regnet übrigens hier gerade. Und es ist wieder ein sehr mischmaschiges Wetter hier am Start. So. Gut. Da draußen sieht es jetzt wahrscheinlich aus wie Sperrmüll. Oha. Ha, ha. Alter. Hat, meine, hat mein Personal gleich was zu tun. Fangt mal an zu einzuräumen. So. Mach den laden mal noch nicht auf. Wir wollen das mal ruhig angehen lassen. Können wir uns leisten. Sind alles Student, studentische Hilfskräfte, ja. Deswegen sind ja so langsam. Ich werde euch noch beibringen, hier zu arbeiten, hier. So, da ist Humus, das gute Humus. Da schön. Hier brauche ich auch vier, vier äh, Hilfskräfte hier. So, wer Armigiano Adrmigiano Reggiano, D.O.P. Was heißt damals mal D.O.P.? Bei, äh, bei italienischen Käsen oft D.O.P.? Äh, D.O.P.? Was heißt nochmal mal die Abkürzung D.O.P. bei italienischen Sachen? Hab's mal gewusst, aber ich hab's vergessen. Bei Parmigiano oder Reggiano steht das immer dahinter. Dop. Dopp. Humus. Hackfleisch, Hackfleisch lagert sich natürlich auch am besten hier bei 25 Grad. Dann wird schon mal sehr weich und flauschig. So. Supreme, Supreme. So, Bier. Bierflaschen. Das gute Öl. Haben wir, glaube ich, noch mehr bestellt. Jawohl. Der nimmt es schon. Der Student. Schinken, den Schinken da noch rein. Warte mal, Schinken hatte ich. Hackfleisch wird am besten warm gelagert. Ja, warum nicht? Es wird auch später eh warm gemacht. Das ist quasi schon mal vorgebraten, so. So ganz sanft und schonend vorgebraten. So also Quatsch, das Hackfleisch nur ein paar Tage hält. Nein, das kannst du hier schon ein paar Wochen lagern. Das ist kein Problem. Da kriegt es auch so eine gesunde, gräulich-grünliche Farbe. Und das schmeckt es direkt würziger. Ich muss das nicht mehr würzen. So, no, das Wasser, das Billigwasser. Erstmal hier zusehen, dass die das hier einräumen. Nicht, dass die Kunden gleich kommen, wenn ich jetzt den Laden schon aufmache und dann heißt es wieder, das fehlt und das fehlt und das fehlt. Hier lasse ich keinen Cent in dem Laden. Ah, Joghurt. Joghurt, du. Das hier war Thunfisch. Wir sind der Supermarkt, der beste Supermarkt der Stadt. Oh. Ich glaube jetzt. Könnten wir theoretisch mal den Laden aufmachen? Oder? Oder? Ne, hier fehlt doch. Ahaha, ah, habe ich noch gar nicht bestellt. Ich muss noch Käse bestellen. Ach, das hätte ich eigentlich gemacht. Käse. Hier mal. Käse. Was ist eigentlich mit diesen Produkten hier? Diesen, was war dann das da unten nochmal gleich? nicht was da unten drin war. Wäre ja, schön, wenn man da so, wenn da so ein Mouseover wäre, wenn das angezeigt werden würde, was das für ein Produkt ist auf dem Zettel. Das, das ist es Early Access. Da ist noch einiges zu verbessern. Das schon. So, noch mehr gutes Hackfleisch. Hackfleisch lagert man am besten oben, da ist es schön kühl. So. Okay, Käse, räume ich selbst ein. So, zumindest die, die eine Lage. So, jetzt kann ich auch mal aufmachen hier. Open! Nicht ist schon an. Ah ja. 3600 Dollar. Was ist meine ganzen Regale schon wieder voll? Mach ja auch so ein bisschen Hamsterkauf. Aber ich bin auch in Real Life so. Ich, ich kaufe von manchen Sachen immer viel zu viel. Viel mehr, als ich eigentlich brauche. Das ist krass, als, als würde es keinen Morgen mehr geben. Gibt so manche Sachen, die kaufe ich in viel zu großen Mengen ein. Versuche mir das immer mal abzugewöhnen, aber ich weiß nicht. Irgendwie gehe ich doch wieder im Supermarkt und sage, ach komm, nimm's mit. nimm's mit. Kann nicht schaden. Und äh, Strabi geh, Danke fürs Reinschauen und eine ruhige Schicht dir. Bis denn. Ciao, mach's gut. So, das, da rein. Na, äh, ab und zu mal kontrollieren, ob da auch was drin ist in den Kartons. <laughs> Sehr schön. Ja. So, ich mache jetzt auch nicht mehr so lange. Wird dem, glaube ich, zum Zugucken auf Dauer zu einödig. Aber ich wollte auch mal auf dem Laufenden halten, wie weit wir schon gekommen sind. Und ich werde das dann natürlich demnächst weiter spielen. off-cam. Und wenn wir neue Produkte haben und unser Markt noch gewachsen ist, dann werde ich natürlich auch noch mal einen Stream reinschieben. Das werde ich halt dann immer mal wieder so. Peu à peu. peu, à peu. MACHEN! Ich glaube, beim nächsten Stream spielen wir wieder was anderes. Schnubbidiwuuu, Schnubbidiwuuu. Wollt ihr mal dieses Horrorspiel machen? Es gibt ja so zwei Horrorspiele, wo man nicht schreien darf. Da werde ich bitterst versagen. Mm -hmm. Nur wann das passiert, weiß ich noch nicht. Gucken, wenn ich Zeit und Lust habe. So, noch mehr Hack. Hack, Hack, Hack. Da oben ist noch Platz. Bornback, Butzelbutz. Äh, Bubbelbutz. Das ist ein geiles Wort. Bubbelbutz. Irgendeine Süßigkeit. Hat. Vielleicht gibt es das einmal irgendwann von Haribo. Haribo Bubble Butz. Bubble Boss. So. Und wir sind schon wieder bei 5000. 5000 Dollar. Ich will mal Euro sagen. <laughs> Okay. was das? Ich hab schon das andere Bier eben reingestellt. Schon wieder vergessen. Egal. Lange. Regalplätze frei haben. Soll mich das nicht stören. Was ist Le. Äh, Jus. sitzu Soda. Irgendwas. Soda Jus. sitzu Wo ist denn die? Ah, hier. Oh, nichts mehr da. Okay. Wenn wir mal die komplette Soda Garnison nach. Sicher ist sicher. Wir brauchen mehr Bonus oder Da ist schon just Sitsu kommt denn die rein, ich glaube. Wahrscheinlich hier. Mhm. Sieht ein bisschen aus wie diese alte diese alten Mirinda. Ich weiß gar nicht, gibt es Mirinda noch? Quasi die Fanta von Pepsi, glaube ich. Meine? Ich weiß nicht, ob es Mirinda noch gibt. Schmippschwapp gibt es auf jeden Fall. Das ist quasi das Mezzo-Mix von Pepsi. Was mir deutlich besser schmeckt als das normale Mezzo-Mix. Aber Mirinda sieht man irgendwie so gar nicht mehr. will gab es das fast genauso häufig wie Fanta. Da hast du das überall gesehen. Aber es ist irgendwie, glaube ich. Was ich jetzt so beobachten konnte, komplett verschwunden. Ich habe das nirgendwo mehr gesehen. Vielleicht gibt es es noch, aber es ist nicht mehr so verbreitet. Ich weiß auch nicht mehr, wie das schmeckt. Ob das besser als Fanta war. Es ist schon so lang her, dass ich das getrunken habe. Ich glaube, da war ich noch. Kleines Kind hier, als ich das letzte Mal Merinda getrunken habe. Dann gab es von Aldi immer Flirt. Das war so die. Fanta-Kopie von die Billo-Kopie von äh, Aldi, als die noch keine Eigen, oder also noch nur Eigenmarken hatten, noch keine Markensachen verkauft haben. Gibt es ja da auch Fanta bei Aldi. Gab es ja da überhaupt keine bekannten Marken. Ich es, halt, wie vorhin schon gesagt, die Topstar-Cola und Flirt. War schon so ein kultiger Laden, Aldi in den 90ern. War schon irgendwas Besonderes. So, Leute. Schau. Oh, ja. Sieht ganz gut aus. Ach Gott. Hähnchen. Äh, Zeit ist abgelaufen. Ich kann nichts mehr bestellen jetzt. Die Zeit ist um. Ich muss nochmal an die Katze hier setzen. Flop. Ob jemand zu mir kommt. Da kommt. Ne, da kommt nicht. Da, da, das, das. Na, Du mit dem blöden Norweger Pullover. Klaus doch da bestimmt. Hä? Läuft hier so verdächtig hier durch den Markt. Sieht komisch aus. So, Susu. Ja, 200 gegeben. Was ein Typ. Wechselgeld hm. 94,88. Geht's noch bekloppter? Schwinde. Nein, du hast gekauft nur gerade mal zwei. Wenigstens zahlst du passend. Oh, da kommt noch jemand. 53,95. Ups, nein. Was ist mehr? Mehl. Ja, was ist denn hier los? Da hat aber ein flotten Otto hier, so viel Klopapier, wie er brauchte. Der sieht aber auch so aus: Als hätte er die letzten drei Tage auf dem Pott verbracht. So, dankeschön. Passend. Gefällt mir. So, Kasse zumachen. Kasse zumachen. Was muss ich da drücken? Ja, e. Jetzt stehe ich auf dem Kassenband. Ui. Oh Gott. Nicht aus dem Spiel hier rausglitschen. Das wäre jetzt nicht gut. Hey, inzwischen verdienen wir in einer Schicht schon locker an die 9000. Läuft. Läuft. So. Du, 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 du. Komm, Kassierer, behalte dich mal. Und lass mir dir mal deine Weste ein bisschen flicken hier. Die immer hier mit zer zerlumpten Sachen hier rumlaufen. Meine Regalauffüller sind ordentlicher gekleidet als die Kassierer. Vor allem die verdienen auch mehr. So, ist auch alles voll, du. Wunderbar, läuft. Wieder ein bisschen aufgelevelt heute. Sehr schön. Ist da noch jemand? Ah, da ist noch jemand an der Kass Jetzt bezahlst du 108. Sehr schön. Gurdy Wunderbar. So, dann speichern wir das jetzt und mache ich dann weiter und im nächsten Stream ist der Laden dann vielleicht schon doppelt so groß. Schauen wir mal. So, das war ein bisschen kurzerer Stream heute. Aber besser kurz als gar nicht. So, dann danke ich allen, die zugeschaut haben, fürs Zuschauen und fürs Resubben und fürs dabei sein. Und, und, und. Gehen wir noch einen kleinen Raid rüber zum Power Slayer, der spielt nämlich Paper Mario. Und äh, dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Bis dann, schönen Abend noch und bis bald. Tschüss!